Ihr seid beide verrückt. Willkommen, willkommen. Immer herein. Ne? Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. So besser? Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Oh nein! Ey, Rittersporn, was ist los mit dir, Mann? Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Ja. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Oh Mann, ey. Ist so geil. Ich weiß nicht, irgendwie. Hammer. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden.